Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf The Joecraft zu einer weiteren Folge Craft Attack 11. Heute zusammen mit RGB Pixel. Hallo Stefan, ich grüße dich. Moin. Hallo. Schön, dass du mit dabei bist und dich bereit erklärt hast, hier bei den sadistischen Testspielen von The Joecraft mitzumachen. Und, oh, was ist das denn? Guck mal, wir haben sogar ganz viele Leute wieder, die uns alle hier YouTube wünschen. Wir sind nämlich gerade auch live auf Twitch. RGB ist da auch. Das ist gar kein Problem, wenn du hier öffentlich zugibst, dass ich einfach super intelligent bin, dann kann ich da nicht nein. Das stimmt wirklich. Also, tatsächlich wollte ich RGB unbedingt dabei haben, weil RGB ist ein sehr helles Köpfchen und er soll einmal die Rätsel lösen, die wir hier haben. Ich muss mal gucken. Wir schauen uns heute im Video das uns mal an. RGB ist aber auch live auf Twitch. Wir beide sogar, jeden Donnerstagabend spielen wir Zevtech Ages. Ja, und da seht ihr quasi, was passiert, wenn ein helles Köpfchen und ein RGB-Pixel gemeinsam ein Modpack spielen. So, ja, also, perfekt. Es kann losgehen. Also, RGB. Ich habe ja diesen Tutorial-Raum, den kennst du schon. Am Ende hat man ja drei Cobblestones und kann damit den Tutorial-Raum lösen und ab dann geht es quasi weiter. Alles, was Dirt ist, ist später Wand, es wird noch gebaut. Ich wünsche dir viel Erfolg und natürlich, Leute, ab jetzt auch Spoiler. Das heißt, ihr kriegt ab jetzt Spoiler-Rätsel mit. So, pass auf, du siehst vor dir, das ist doof, ne? Ah. Da will ich wahrscheinlich durch, oder? Richtig, da willst du durch. So, eines dieser Rätsel skippen wir jetzt. Das heißt, das wäre dieser Raum. Okay, also der einfachste Weg wäre einfach, wenn ich hier vorbei. Okay, wir skippen jetzt dieses Rätsel hier. Das heißt quasi, ich löse dieses Rätsel mal für dich auf. Wupp, okay, das heißt, du siehst, die erste Leitung leuchtet. Das ist das Rätsel mit dem mit der XP. Das hast du schon gemacht. Ja. Die anderen drei Rätsel musst du jetzt lösen. Leute, Achtung, Spoiler incoming. Wenn ihr das nicht mehr sehen, keine Spoiler sehen wollt, dann am besten nicht gucken. Und ich wünsche dir viel Erfolg. Okay, ich bin jetzt im Rätselraum, oder? Genau, das ist einer der Rätselräume. Technik-Backroom sein. Nee, das wird noch ordentlich gemacht. Also die ganzen Dirt, später musst du vorstellen, das ist noch ein bisschen schöneres Design. Dann hast du eine Decke und alles, was Dirt ist, ist dann Dings. Ja, das Ziel ist hier immer quasi da oben, also Ziel hier des Raums. Ah, guck mal, du hast schon verstanden. Ziel des Raums ist, dass du da oben hinkommst, ne, zu dem Eisenknopf. Zu. Ja, guck mal, du willst ja die Lampe, die Lampenschaltung anmachen, da oben ist ein Eisenknopf. Ah, ja, da will ich hin. Ja, ja, ja. Ja? So, verstehe. Ah. Scam. Das ist der, also quasi, es gibt drei unterschiedliche Prüfungen und du bist jetzt gerade in der Prüfung, wo man ein bisschen Parkour-Skills braucht. Ja, perfekt. Dann bin ich ja genau in der richtigen Nicht. Wenn du jetzt 100 Mal scheiterst oder so, dann kannst du meinetwegen einmal diesen Raum abkürzen. Ich kann als Tipp geben, sobald die Schaltung über den Kolben rüberfährt, kannst du schon weitergehen. Also muss hier nicht stehen bleiben auf der Druckplatte. Aber es ist doof, dass die Maschine unter dir, also dass sie die nicht mitnimmt, weißt du? Ja. Also es reicht einmal kurz den runtermachen. Sobald die einmal diesen Pisten passiert hat, kannst du ruhig schon weiterlaufen. Du kannst jetzt schon weiterlaufen, ne? Ah, shit. Okay, das ist Pain. Mhm. Ey, wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, das hast du 1 zu 1 das Hourglass geklaut. Nein, das habe ich gemacht. Da gibt es so ein ähnliches Rätsel und das ist ähnlich Pain. Oha! Oha! Jetzt lauf drumherum, auf der anderen Seite jetzt mitfahren. Andere Seite mitfahren. Und? Yeah, es ist mir schon. Nein! Ah. Es ist mir schon klar, wie es funktioniert. Okay. Ja, aber gut. Hä? Doch. Was ist daran gut? Doch, das ist voll schlecht. Nein! Ach, boah, nee, da hättest du mal die anderen auch mal überleben müssen. Warum läufst du nicht rumherum? Ah ja, habe ich nicht dran gedacht. Ich würde sagen, ein Versuch noch. Oder hast du ja klar laufen? Ja, natürlich, hier, gönn dir. Das Rätsel ist ja prinzipiell gelöst. Einmal probierst du noch, ansonsten schießen wir den Raum, weil es gibt mir ja quasi, dass du die schweren Rätsel löst. Es gibt nämlich zwei Rätsel. Es gibt einmal ein Logikrätsel und es gibt einmal ein Game-Mechanik-Rätsel. Okay, dann habe ich mir direkt das
Für mich schlechteste als erst ausgesucht, das ist natürlich top. Das war so kurz vor knapp, ehrlich. Also so eine Millisekunde später auf die Druckplatte und es funktioniert nicht mehr. Jetzt lauf, 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 lauf! Hör auf! Perfekt. Und jetzt nicht die Shift! Nein. Beim Shift ist du! Ich weiß es nicht, weil ich beim Shiften das Gefühl habe, dass ich eher stehen bleibe. Das ist natürlich dumm, aber. Okay, aber du hast das Prinzip verstanden. Können wir sagen, ich hab's geschafft? Ja, du könntest sagen, du hast es geschafft, du hast diesen Raum. Okay. Das Prinzip hast du ja verstanden. Der Rest ist einfach nur noch zweimal machen. Und klicke die Klack. Wunderbar, geschafft. So. Top. Jetzt kommen die beiden anspruchsvollen Rätselräume. Mhm. Okay. Jetzt hast du dir das Logikrätsel ausgesucht. Viel Erfolg. Das Logikrätsel. Ja, das ist sehr schwer. Okay, ich muss mich eigentlich von euch hier draufstellen und fertig. Mhm. Wenn es so einfach wäre. Okay. Genau, du darfst diesen Knopf schon mal gerne ruhig. Also, nee, ich sag nichts, Achso, ich bekomme einfach nur 3 Cobblestone. Hm. Jetzt bin ich sehr gespannt. Wenn du einen Tipp brauchst, sagst du Bescheid, aber guck's erstmal selber. Also, hast du schon mal Portal eigentlich gespielt? Nee. Okay. So ein Rätsel hier ist ein bisschen inspiriert, so auch aus Portal, so die Rätsellogik oder auch aus Hourglass. Also. Ich bin noch nicht sicher, was das hier soll. Ja, du hast 3 Items bekommen. Ja, Elytra natürlich nicht nutzen, aber ist egal, ist jetzt wurscht. Aber. Ach so, ja. Noch das. Oh. Ja. Okay, ich brauche da besseres Timing. Interessant. Das ist sehr interessant, was du da machst. Okay. Das ist so nicht. Warte mal. Also, das hört jetzt RGB nicht. Das ist so nicht intended, dass man das so löst, das Rätsel. Aber interessant, dass RGB das so versucht zu machen. Das ist sehr spannend, Leute. Ja. Mhm. Aber das, also was du gerade gemacht hast, ist gar nicht intended. Oh, denk okay. Dran, du hast 3 Items, um dich nochmal drauf aufmerksam zu machen. Ja, also eins, denke ich mal, muss ich hier drauf, um das da oben zu aktivieren. Ja, was kann man denn sonst noch schönes mit Items machen? Hier genau. Ein Item draufwerfen. Ja, genau. Ja. Mhm. Ja, aber das fährt ja nicht bis zum Ende. Das ist eigentlich Quatsch. Du darfst Items überall hinlegen, wo du möchtest, ne? Ich könnte natürlich. Naja, jetzt ist er auf dem Dampfer. Jetzt muss er das Item noch richtig drauflegen. Das ist natürlich ein bisschen schwierig. Genau. Da muss man natürlich immer jetzt lernen, dass es gerade nach unten wirfst. Genau. Ja. Das ist schwer, ne? Es geht. Okay. Einfach gerade nach unten gucken. Kleiner Tipp: einfach gerade nach unten gucken. Ich wusste gar nicht, dass Items so krass da Bounce noch. Ja. Items sind richtige Bounces. Gerade nach unten gucken. Genau. Perfekt. Ja. Genau. Und jetzt. Kann er ja sehen, genau. Ich werfe jetzt ein Item da hinten rein. Das verzögert den ganzen Prozess ein bisschen. Und schwupp. Und. Ah, ich glaube, RGB kommt jetzt auch langsam auf den Trichter, was zu tun ist. Ja, you're puzzling good. Das ist, wie gesagt, das ist ein sauschweres Puzzle-Rätsel, aber ja, du verstehst so langsam die Logik. Aha. Ja, okay. Du musst nicht mal beide Items aufheben. Jetzt versteht er langsam die Logik, was zu tun ist.
Ich glaube, viele Spieler verstehen das nicht, dass man als Item auch von vorne ins Wasser reinwerfen kann. Oh. Vielleicht ein kleiner Tipp, damit es einfach convenient für dich wird. Du musst nicht beide Items mal aufsammeln, was du gerade tust, und du kannst auch von vorne die Items in den Wasserstrom reinwerfen. Vielleicht sollte ich das nochmal anders bauen, auch im Rätsel, dass ich quasi hier so eine Art Umrandung baue. Dass ja, ja, aber es ist für mich einfach irgendwie so ein leichterer Flow. Also, dass ich das hier nicht mitnehmen muss, das ist mir klar. Ich nehme es nur einfach irgendwie mit. Oh. Das ist jetzt doof, ne? Die Türen da oben sind gar nicht geil, so wie sie da stehen, ne? Okay, also das da macht ja die Tür auf. Naja, wäre auch sonst zu einfach, ne? Ja. Hier mit zwei Jump Pads. Die Frage ist, nochmal, wenn ich das hier runternehme, dann. Ah, dann geht die eine auf, okay. Genau, und die andere geht zu. Das ist die Schwierigkeit bei diesem Rätsel ausgerechnet. So, dann würde ich natürlich hier reinkommen. Aber ich würde hier nicht weiterkommen, weil da unten das Item fehlt. Aha. Aha. Jetzt wäre die Frage. Bleibt das da? Ja, okay, es bleibt da sogar. Ja gut, aber ich kann natürlich einfach so machen. Macht der das auch? Ah nee, okay, der. Guck mal, jetzt wird es ja immer besser. Auch das, er merkt zum Beispiel auch, dass das Eis komplett irreführend ist. Vielleicht mache ich das Eis sogar nochmal weg einfach. Das Eis ist komplett irreführend. Ja, ja, perfekt. Jetzt kommt, jetzt müsst ihr darauf, die kommt auf die andere Seite zu springen. Ja. Ja, das ist dann einfach nicht Leertaste drücken. Das ist einfach mal geile Mechanik von Minecraft. Weil RGB macht's gut. Und? Super. Genau, perfekt. Okay. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt ist natürlich die Frage. Ob er auf die Idee kommt, was jetzt zu tun ist. Der GB ist ziemlich schlau, der müsste eigentlich auf die Idee jetzt kommen, was man hier machen muss. Ich vermute mal, dieser Slime, also ich soll das wahrscheinlich irgendwie hier hin machen und der Slimebox schießt das davor, das fällt da dagegen, fällt runter, macht die andere Tür auf und in der Zwischenzeit muss ich dann da hoch und da rein. Aha. Die Frage ist nur, wie ich das auslöse. Vielleicht hast du es ja schon ausgelöst. Vielleicht hast du es ja schon ausgelöst. Ja, 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 aber wie ich das auslöse, wenn ich hier stehe. Weil die Sache ist ja, dass das ja, wenn ich das richtig gesehen habe, gleichzeitig triggert mit dem Bouncy hier, ne? Ja, genau. Mal gucken, ob er auf die Idee kommt, dass er drei Items hat. Ich frag mich nur. Ah. Logisch. Ich glaube, er hat's. Okay, das war dumm. Ich glaube, er hat's. Ich glaube, er hat's. Es hört sich so an, als ob er es hat. Ja, oh. Nein. Der Jump ist gemein. Ja, der Jump ist mies. Ja, ich mag Slime Jump auch nicht, aber es passt schon. Okay. Ja, sieht gut aus. Sieht sehr gut aus. Jetzt hoffe ich, dass er weiß, was er zu tun hat. Ha!
Du wirst jetzt nur noch einen Vierer-Jump schaffen. Ganz einfach. Das ist ja doof. Ja, dann. Das ist nicht dein Scheiß Ernst, oder? Ich glaube, den Jump machen wir nochmal einfacher. Komm, wir haben das Rätsel gelöst, okay? Digga, als ob. Ich habe das Rätsel gelöst und dann macht er noch diesen, ey. Ja, was ist das denn? Aber ist geil, so. Oder? Ja. Okay, und also dann gibt's noch ein Rätsel. Und das nächste Rätsel. Schwerer. Ja, was? Wie fandst du es so vom Dings her? Schwierigkeitsgrad her. Ja? 16 von 10. Okay. Dann gibt es jetzt noch ein Rätsel. Da sage ich auch erstmal gar nichts zu. Okay. Das hier ist schon der Rätselraum, wo ich das bin. Das ist der, genau, du bist schon im Rätselraum drin. Du möchtest hier später hin. Die Glasscheibe ist natürlich dann später ausgebaut, dass du da nicht durchkommst. Okay, also ich drücke jetzt einfach. Nein. So ist halt natürlich nicht. Du bist schon. Also die ist höher quasi. Genau, die ist höher. Da kommst du nicht rein. Aber du siehst, dass da das Ziel ist. Okay. Das heißt, ich muss da hinten rum. Mhm. Okay, ich drück das Ding, ich bekomme Sandstone. Die Leiter hier ist schon, ne? Mhm. Also die Treppe, ja, okay. Okay. Das ist einer meiner personal favorite Rätsel. Was ohne Slime Jump Spawn. Diesmal sage ich gar nichts. Wir warten so lange, bis du es rausfindest. Okay. Hier ist nämlich der geile Trick tatsächlich. Ich denke mal, irgendwas ist da noch, weil das wäre zu einfach. Ja. RGB merkt schon, dass es so zu einfach ist, dass man irgendwas noch beachten muss. Also mehr zu finden im Raum ist nicht. Du hast schon alles im Raum, was dir der Raum gibt. Das reicht schon aus, um das Rätsel zu lösen. Ja, das verstehe ich mir schon. Ich glaube, ich werde den Spieler das auch später mit so Titeln über den Türen sagen, ne? Weil wir haben einmal ein Labyrinth-Rätsel, wir haben einmal ein Jump-Run-Rätsel, wir haben einmal ein Logik-Rätsel und wir haben ein Game-Mechanik-Rätsel. Ich frage mich auch, was für einen Tipp man den Spielern geben sollte. Ich werde wahrscheinlich nur so Lecturns machen oder so ein Lösungsheft machen. Ich glaube, das mache ich eher so eine Art Buch, was der Spieler mitnehmen kann, wo er reingucken kann. So ein Handbuch oder Hilfebuch. Das ist ja fast irgendwas mit dem Verhalten der Slime-Blöcke zu tun haben. Nee. Meh. Mal gucken, ob er drauf kommt. Ah, ich glaube, RGB, der schafft das schon. Der hat da Ideen. Das Schöne ist, wenn du auf die Lösung kommst, dann ist es so unfassbar einfach. Dann sagst du so, oh! Und dann hast du so einen richtigen Aha-Moment. Also überleg mal, was jetzt passieren müsste, damit du da hochkommst. Also wenn du da drauf bist, was müsste dann passieren? Ja, optimalerweise müsste der nochmal runter und nochmal hochgehen. Aha. Und wie hängt das zusammen? Naja, wenn ich hier ein Item reinlege, dann wird das beides ausgelöst. Mhm. Die Sache ist. Also, was ist denn das Ziel? Das Ziel ist es, dass ich da hochkomme. Ja, klar. Und wie erreichst du das Ziel? Ja, indem ich mich einmal darüber schleudern lasse und dann. Oh. Ups, sorry. Mhm. Und dann müsste ich das quasi nochmal triggern, das Ganze. Ja, warum machst du es nicht? Naja, ich komme ja. Von hier? Ja. Nicht an die Kiste. Ach echt? Nicht? Sagt wer? Hm.
gleich hast du, gleich kommst du. Oh mein Gott. Ah, da ist ein dreckiger Da macht's einen Klick. Nein. Boah, das wäre jetzt ganz schön cheesy, aber nein. Okay, RGB, Respekt. Das war gecheased. Nicht schlecht. Das muss ich verhindern. Ich sage jetzt, es ist eigentlich nicht erlaubt. Okay, krass. Du hast, okay, gehen wir wieder zurück. Okay, dann Respekt, aber der Verstärker darf eigentlich nicht manipuliert werden. Dann muss ich vielleicht auch mal als Regel aufstellen, hier den Verstärker. Ja, das stand hier nicht. Das könnte auch Teil des Rätsels sein. Ne? Also. Okay, RGB fix ist einfach. Aber schleuder dich doch nochmal dahin und denk nochmal drüber nach, was du machen möchtest, weil die Lösung ist so geil eigentlich. Du machst nämlich die ganze Zeit eine Sache. So. Und wie könntest du jetzt an die Kiste kommen? Hm. Wie ich jetzt an die Kiste kommen? Soll ich dir einen Tipp geben? Jetzt ist die Zeit abgelaufen. Jetzt musst du das Rätsel neu starten. Lol. Finger weg von Escape. Was? Oh mein Gott, nein. Du bist ja ein richtiger Hund. Ich habe das Rätsel mir nicht ausgedacht. Das hat sich Spiel mit Stil ausgedacht. Oh. Ja, okay, I get it. Boah, das ist... Boah. Henny. Sekunde. Jetzt habe ich wahrscheinlich gerade reingeschossen. Ja. GG. Oh. Boah, das ist aber schon ein bisschen räudig, oder? Also, ja, ich werde in jedem Raum ein Buch haben mit Tipps, wo man das Spiel reingucken kann. Also, das ist schon. Ne, und hier wäre der erste Tipp. Ruhig bleiben, verweile. Und irgendwann schreibe ich dann nicht Escape drücken. Ne? Bisschen auf die Idee kommen. Ja, du hast die Tür geöffnet. GG. Also das ist schon okay. Wie gefällt dir die Redstone-Rätselpyramide bis jetzt? Ja, gut. Also das letzte, ich weiß nicht, ob das ein geiles, also irgendwie schon, aber irgendwie ist das halt nicht so Logik, sondern wirklich Game-Mechanik. Ja, also im Grunde war meine Lösung genauso gut, weil die auch Game Mechanik. Ich würde sie wahrscheinlich sogar auch zählen lassen. Du abused Game Mechanik. Ja. Also wie genau hat es jetzt funktioniert? Bei mir haben es sogar einige noch gar nicht verstanden. Also der Trick ist folgender. In der Kiste drin bleiben. Also quasi man geht auf diesen Block hier drauf, man stellt sich hier hin, man legt ein Item in die Kiste rein, nimmt es anschließend aus der Kiste wieder raus und legt es wieder in die Kiste rein. Und damit triggert man dann den Jump. Ist das so, dass man da rausgeschmissen wird? Ja, wenn du wenn du einen Block weiter wärst, würdest du automatisch rausgeschmissen werden. Aber das ist genau die kritische Menge, die noch in Ordnung ist. Okay. Es ist halt so weit, dass ich da auch jetzt so nicht drauf gekommen wäre, ne? Aber das ist okay. Ja. Aber ey, schön, dass es dir gefallen hat. Also welches Rätsel gefällt dir von allen am besten? Oder so von allen bis jetzt? Boah, das ist schwierig zu sagen. Also ich fand das hier, also bis auf den Sprung am Ende, eigentlich ganz nice. Von Spiel mit Stil hat. Der hat sich diese beiden Rätsel ausgedacht. Ein Rätsel entwickelt. Wir haben das gemeinsam quasi überlegt. Und der alles gut. Das ist auch nice. Also das Einzige, was ich jetzt grundsätzlich bemängeln würde, wäre, dass ich halt für alle Rätsel irgendwie Jump'n'Run-Skills brauche, mal mehr, mal weniger. Ja, aber das ist jetzt nicht zu böse. Also quasi, ich werde auch hier den Jump vereinfachen. Ja, es geht, aber es wäre geil, wenn noch Rätsel kommen würden, die wirklich nur werden. So zweite Brain Ebene, brauchen. Genau. Zweite Ebene wird sehr nur Logikrätsel sein, da wird es quasi viel mit Verknüpfung zu tun haben. Und dann haben wir natürlich noch den Bossfight und der Bossfight wird auch nochmal richtig spicy. RGB, vielen herzlichen Dank, dass du dabei warst an dieser Stelle. Macht's gut, bis bald und ciao, Leute. Ciao.